So Leute, willkommen zu einer neuen Runde Rocket League. Wir haben aktuell einen neuen Halloween-Modus und zwar den Spooky Cube. Ich würde sagen, wir fangen mal an, diesen Modus zu spielen. Wir spielen diesmal auch auf einem USA-Server. Warum USA-Server? Ich habe das mal getestet. Klar, du hast einen ganz, ganz leichten Delay. Aber die Leute, sage ich jetzt mal, muss ich tatsächlich sagen, sind freundlich, ja, nicht so toxisch. Und macht auch echt riesen Spaß mit denen zu spielen. Habe auch inzwischen auch sogar schon nette Kontakte geknüpft, seitdem ich auf dem US-Server spiele. Aber natürlich möchte ich euch diesen Halloween-Modus präsentieren und ich würde sagen, wir suchen ja gerade ein Spiel. Bin mal gespannt. Ich habe den Modus tatsächlich noch nicht gespielt. So, steht hier 1-0. Oh mein Gott, das ist also wie so ein Kürbis. Cube ist ja ein Würfel auf Englisch übersetzt. Oder auf Deutsch übersetzt. Also heißt unberechenbar so in der Art wie der. Oh. Und wir haben tatsächlich sogar unendlich Boost, sehe ich gerade. Das macht das Ganze natürlich auch. Lustiger Modus auf jeden Fall. Viele werden da wahrscheinlich nur auf die Tube drücken. Ja, oder sowas. Hauen wir mal drauf. Ja, der ist unberechenbar, dieser Kürbiskopf, wenn er in der Luft ist. Ah, das hätte mein erstes Tor sein können. Und der verhaut ihn. Aber witzig ist der Modus schon, muss ich sagen. Hauen wir ihn in die linke Ecke und da ist er drin. Das erste Tor der ersten Runde bei nicht voller Spielzeit. Wow. Hat ein ordentlicher Hauer bekommen. Und oh, dachte, wäre drin. Den hätte ich jetzt mit Sicherheit gehabt. Mit dem Endlich-Boost finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Dieser Kürbiskopf. Okay, da hat ihn. Sehr schön. Heute nicht, Kev. Nein, heute keine Rabbits. Gibt's doch nicht. Der Kürbiskopf ist ja echt unberechenbar. Ja, da prallt nicht so von der Wand ab. Nur manchmal. Wow.
sieht nach einer Verlängerung aus im ersten Spiel. Hat er denn nochmal? Ah, schade. Wäre ich gut gestanden, hätte ich mit Sicherheit mehr draus machen können. Die Map finde ich aber auch ziemlich cool. Die Karte ist neu. So düster. Sowas würde ich mir wünschen. Bisschen mehr wünschen in Rocket League. Ah. Da kommt einfach keinen richtigen Bounce. Oh mein Gott. Sehr gut. Ein guter Block von einem. Gibt's doch nicht. Den kann man so leicht verschätzen, diesen Kürbiskopf. Oh mein Gott! Was war das, ey? Manchmal kriegt der ein ganz schöner Drall drauf. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Oh mein Gott, er hat ihn tatsächlich noch geklärt. Oh mein Gott, nach der Bounce. Das sind so diese unerwarteten Dinge, die man manchmal einfach hat. Genau sowas. Man geht halt von einem Bounce aus. Ach komm. Langsam muss er doch mal rein. Jetzt ein schöner Pass, komm! Natürlich wurde das nichts. Mal rollt er, beziehungsweise würfelt er gesagt. Mal würfelt er, mal nicht. Na, Bounce. So lustig. Wow. Hab ich nicht. Hätte auch schon die Entscheidung sein können für den Gegner. Und er geht. Das war's. Wahnsinn.
So, das war das erste Spiel in diesem tollen Modus. Auf jeden Fall eine coole Stage, muss ich sagen, eine coole Stage. Wie gesagt, ich bin erst schon seit längerer Zeit oder seit ein paar Wochen auf dem USA-Server, weil ich die Leute einfach freundlicher finde und nicht so einen Scheißdreck wie Easy schreiben oder irgendwas, sondern echt cool sind. Und kontaktfreudig sind sie auch, muss ich sagen. So, hier bin ich wieder genau in dem Spiel nach 4 Minuten. Irgendwie so eine Art Déjà-vu und es steht schon wieder 1-0. Und er geht. 1-1. War auch echt ein guter Bounce von dem Ball, aber wie gesagt, oder von diesem Würfelkürbis. Ist halt unberechenbar, muss man halt tatsächlich sagen. Guck mal, was der für ein Rall hat. Aber wenn man öfters den Modus spielt, wie gesagt, ich spiele ihn ja das erste Mal jetzt, um einfach diesen Modus mal zu präsentieren. Aber er ist leider nur noch aktuell nur noch 2 Tage. Beziehungsweise nur noch heute und morgen. Dann gibt es den Modus nicht mehr. Also nicht mehr lange, aber ich wollte ihn auf jeden Fall noch präsentieren und dann auch ein paar hochladen. Als erfahrener Rocket League-Spieler. Soweit ich gelesen habe, ist dieser Modus auch das allererste Mal gibt es den Modus. Vorher gab es den Modus noch nicht. Ah, warum muss der auf unser Tor spielen? Ah, schade, dass ich ihn nicht hatte. Das wird nun mal endlich Boost. Ob man das unbedingt lassen muss, sei mal dahingestellt. Bin der Meinung, man hätte es mit normalem Boost machen können. Oh! Ah! Schade! Da wäre fast der Ball fast im Netz gezappelt. Aber nur fast. Damit. Da hat es wieder geknallt in der Kiste. Aber noch haben wir Zeit. Ja, nicht in unser Tor. Aber ständig hat man gecrashed, aber gut, bei dem Modus. Ach Mann, dann wird hier nur gerammt. Und dann noch von den eigenen Spielern. Ach, come on. Ah, das wird nichts mehr. Ein Kürbisball, genau. Hallo Pablo. Hey, bist du daheim? Grüß dich. Und auch an Pocho. Einen wunderschönen guten Abend. Bin auch aktuell gerade noch im Livestream. Oh, jawohl. Ach, halt mich doch nicht auf, Mann. Oh, ich werde jetzt so gerne an den Ball ran.
Sehr schön, aber immerhin noch den Anschlusstreffer gemacht. Ja, konnte heute nicht zur Arbeit. Okay. Auf jeden Fall gute Besserung. Alles gut. Alles gut, ja, das ist doch top. Ah, muss er den mir klauen? Komm. Schade. Oh, jetzt wäre er rein. Okay, leider auch keinen Sieg, aber man muss ja nicht immer gewinnen, liebe Zuschauer, die was gerade hier zuschauen oder dieses Video angucken. So, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Ein Spiel machen wir noch. Also ich muss sagen, Fazit bisher. Cooler Modus, macht echt Laune. Für ein paar Runden definitiv. Aber der Würfelball ist halt doch, dieser Kürbiswürfel ist halt doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil der halt einfach hat eine andere Hitbox, würde ich mal behaupten. Und der ist halt einfach halt unberechenbar, weil man nicht weiß, wie der bounced. Das ist halt das große Manko in diesem Modus. Aber das ist halt der Spaß an diesem Modus. Das ist einfach der Spaß an diesem Modus. So, schauen wir mal, die letzte Runde. Jetzt ist es aber mal ein faires Spiel. Nicht, wo ich im Nachteil schon bei 0-1 hinten liege. Ah, oh, das habe ich gemeint mit einem blöden Bounce. Ist einfach unberechenbar. Schön. An Tankim macht das Tor. Sehr schön. Ich muss den noch verkloppen bei Multiversus, ja. Oh mein Gott. Und da haben wir das nächste Tor von Destroyer Pikes. Und er hat natürlich eine coole Halloween-Musik. Genau, das habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Dass es ja jetzt coole Soundtracks und auch sogar ein Torskin sogar gibt. Wo passend zu Happy Halloween ist. Das zeige ich euch nach dem Game noch, was es Schönes im Shop gibt. Na, hast du gedacht? Oh, halt wieder nicht auf, Mann, Dude. Ich will ja nicht toxisch wirken. Das war nix. Oh, da geht, da geht. Außer er kriegt einen Bounce. So wie jetzt, ja. War den Bounce noch gesehen? Ich glaube, deswegen ging er nicht rein. Ich glaube, der hätte ihn, glaube ich, nicht gehabt. Müsste man sich nochmal angucken in der Wiederholung. Nein, okay. Da ist Halbzeit.
Und jetzt! Ja! Geht doch! Und das mit einem Kürbiskopf! Na, okay. Das hätte ich jetzt selbst nicht gedacht, dass ich den verwandle. Das war definitiv auf jeden Fall das beste Tor des Videos. Wow. Ah, wieder verdrückt. Knapp. Hat noch gut geblockt, auf jeden Fall. Was war das für ein Bounce? Oh, oh mein Gott! Was war das für ein scheiß Save? Oh mein Gott! Oh. Na, die wieder nicht richtig gehabt. Gut geblockt. Und jetzt versuchen wir den Maritum mitzukriegen. Wenn der jetzt reingeht. Oh mein Gott. Also ich meine, wenn der jetzt reingegangen wäre, ohne dass ihn jemand anderes getatscht hätte, das wäre echt lustig gewesen. Weil die Drehung hat er nämlich gehabt. Richtung Tor. In der Luft. Hätte der nicht geblockt, das hätte gefährlich sein können. Oh oh. Aber der ist nicht gefährlich. Komm, bring ihn nochmal rein. Jawohl, bring ihn hoch. Okay. Das waren die drei Runden. Auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Modus, den ich wirklich empfehlen kann. Ich hoffe, da wird irgendwann mal wieder reinkommen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, wo der drin ist. Hier steht er schon. Haunted Hallows. So, jetzt zeige ich euch mal im Shop noch schnell die Halloween Skins, die wir freischalten können hier. Oh, hier gibt es sogar diesen Sensenmann in Titanweiß. Geil. Aber das ist nicht das, was ich euch zeigen möchte. So, wo haben wir denn das? Hier, Haunted Hallows. So, kommen wir erstmal hier zu der Musik. Mal im Kurzdurchlauf. Da ist es ja auch bekannt, diese Filmereihe. Dann haben wir hier von Leatherface oder Texas Chainsaw Massacre. Dann haben wir Chuckys Lache. Love. Finde ich auch ziemlich cool. Dann haben wir hier Trick or Treat. Fällt mir jetzt nicht so ganz, aber okay. Und das letzte natürlich, klar, einer meiner Lieblingshorrorfilmreihen, Halloween. Darf natürlich nicht fehlen. Diese Musik ist ja legendär. Oder die Musik kennt eigentlich jeder.
Und zum Schluss kommen wir noch zu diesem coolen Thor-Skin. Man kann es ja hier schon am Bild erkennen, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Und zwar hier einmal die Jigsaw-Puppe. So. Das wären auf jeden Fall die Halloween-Items, die man bekommen kann. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen für dieses Video da. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden bei Rocket League. Und ich wollte auch sagen, für diejenigen, die das noch anschauen sollten, ich plane auch noch ein großes Rocket League Turnier United, also USA versus Deutschland. Es wird circa in 4 Wochen stattfinden, zu diesem Zeitraum, wenn ich das Video hochlade. Also falls ihr Lust habt, meldet euch doch gerne. Oder joint doch einfach den Discord-Server, der verlinkt ist. Oder schaut doch im Stream vorbei. Ich freue mich auf euch. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Und ich hoffe doch mal, ich habe einen Daumen für dieses Video verdient. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.